Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, ihr hattet eine angenehme und ruhige Nacht. Und jetzt wollen wir mal hier reinschauen in den 16.05. an den Dienstag, was denn Schönes auf uns zukommt. Ja, aber erst einmal begrüße ich hier alle neuen Abonnenten auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hier zu mir gefunden habt. Ich bedanke mich auch hier für eure Likes und für eure lieben Kommentare, die ihr immer hier auf meinem Kanal lasst, ja? Ja, und jetzt wollen wir mal reinschauen, was uns erwartet heute. Ja, bevor es losgeht, wollte ich noch, jetzt habe ich gleich gewackelt. Bevor es losgeht, wollte ich euch noch mal ganz kurz was sagen. Also die 5 Personen, die hier eine SOS-Legung bei mir gewonnen haben, da fehlen noch 2, die haben sich jetzt noch nicht bei mir gemeldet. Die Ute meldet sich bestimmt noch. Ich habe dich ja sowieso hier, ne, in meinem WhatsApp-Handy drinne schon. Und die Anna Slewinski und die Lydia Bischoff würde ich gerne mal bitten, schreibt mir einfach mal eine WhatsApp, dass ihr die SOS-Legung gewonnen habt und ja, einfach noch eine Frage dazu, um was es geht und ich beantworte euch die, ne? Ihr habt ja hier eine SOS-Legung gewonnen, also würde ich das auch schön finden, wenn ihr das natürlich auch nutzen würdet, ne? Okay, da würde ich sagen, wir starten jetzt in die Energie rein. Also, an dem heutigen Dienstag geht es hier um den Mut. In mir finde ich die Kraft der Angst, mit Zuversicht zu begegnen. Ja, und es geht hier um den Mut. Mut zu haben, im Leben weiterzumachen. Mut, dich deinen Ängsten zu stellen. Ja, dir mit Zuversicht zu begegnen, dass du auch alles schaffen kannst. Und dann haben wir hier aus meinen Freyas Orakel und Wegweiser, haben wir hier den Schneeberg und dieser sagt, du bist fast am Ziel. Ne? Hier ist noch so eine kleine Hürde heute zu überwinden, aber du bist fast dort, wo du gerne sein möchtest. Und das Pferd, das sagt, dass es jetzt endlich mal hier vorangeht. Ne? Also durch diese Eiseskälte geht es jetzt endlich mal voran und du kommst jetzt hier einfach wieder in wärmere Gewässer. Ja, so wird mir das gerade mitgeteilt. Und dann soll ich dir jetzt sagen, es geht hier um die Königin der Stäbe und das bist du, ne? Du bist hier in dieser feurigen, leidenschaftlichen Energie und ja, hier ist auf jeden Fall eine Situation, die auf dich zukommen könnte, wo du dich wie so ein Gehängter fühlst, ja, wo du vielleicht nicht weiterkommst, vielleicht eine Stagnation gerade ist, vielleicht ist das hier eine Sucht irgendwie oder du kriegst das gerade nicht alles unter Kontrolle, vielleicht hast du hier auch Stress, kommt mir rein, hast schwere Lasten zu tragen, du würdest dir gern wünschen, dass andere damit helfen, dass dir andere was mit reingeben und du planst natürlich auch hier etwas Neues zu beginnen, von vorne anzufangen. Ja, und da sehe ich gerade hier die 9 der Münzen. Es wird auf jeden Fall was erfolgreich gemeistert heute an diesem Dienstag. Hier ist eine Herausforderung, ein Kampf mit den 7 der Stäbe. Das Ganze ist kraftvoll. Ne, du stellst dich auf jeden Fall, du stellst dich dem entgegen, was da auf dich zukommt. Da könnte nämlich hier auch so ein Ritter der Schwerter auf dich zukommen. Das ist eine Person, mit der fackelt man nicht lange, ne? Also entweder hast du es heute mit so einem Menschen zu tun, mit einem Ritter der Schwerter, der dir so ein bisschen blöd kommt, ein bisschen doof entgegenkommt. Oder das ist ganz einfach jetzt deine Energie, in der du dich gerade bewegst, dass du hier forsch bist, dass du jetzt gerade eigensinnig bist, ne? Dass du hier wirklich jetzt deine Ziele hier angehst, vor allem wenn es um Gefühle geht. Und wir haben hier das Ass der Kelche und das ist die Chance hier auf die wirklich vollen Gefühle, die hier überfließen, ne? Also entweder geht's um so einen Ritter der Schwerter, der in so einer Energie ist, dass du, ja, du, hier kommt auf jeden Fall ein siegreicher, also eine siegreiche Herausforderung, ein siegreicher Kampf, ne, auf dich zu. Und das kostet dich schon ein bisschen Kraft, soll ich dir sagen, aber im Endeffekt geht's hier um Gefühle, ne? Da spielen auf jeden Fall hier Gefühle heute mit eine Rolle, ne? Dass du hier wieder langsam in deine Kraft findest. Ja, da könnte dich heute irgendjemand hier herausfordern an diesem Tag, ne? Genau. Und das kann ja aber wirklich alles sein. Im Endeffekt geht es hier darum, dass du hier in deine Kraft findest, dass du einfach zeigst hier, dass du dieser starke Löwe bist, ne? Ohne jemand jetzt anzugreifen. Du sollst wirklich gut geerdet in deiner Energie drinnen bleiben. Und wenn so eine Person auf dich zukommt, die hier dein Fass heute zum Überlaufen bringt, dann ja, versuch da ruhig zu bleiben oder sag ihm mal Kontakte oder ihr, ne?
wer auch immer da so auf dich zukommen möge. Ne? Sag der Person ein paar Takte und zeig hier mal deine starke Seite, ne? Deinen Löwen. Häng mal deinen Löwen raus, zeig mal, dass du hier wirklich eine starke Person bist. Also nicht mit Fäusten, du sollst nicht kämpfen, um Gottes Willen, sondern dass du hier wirklich eine innere Stärke hast und die auch nach außen zeigst, ne? Je nachdem, was heute auf dich zukommt. So, dann haben wir es hier mit dem Bären zu tun. Es könnte ein Seelenpartner sein, der Bär, es könnte jemand aus der Vergangenheit sein, jemand Älteres oder so eine Chefperson, ne? Also der Bär repräsentiert hier auch immer so eine Person, die vielleicht auch Macht hat, ne? Vielleicht auch jemand vom Amt, Behörde. Kann auch sein. Auf jeden Fall geht es hier um Entscheidungen. Hier sind Unklarheiten bezüglich eines Glücks. Hier sollte ein Neuanfang irgendwie beginnen. Ne, vielleicht ist hier eine Einladung. Ja, im Inneren hat man hier einen ganz großen Kummer. Ne? Es geht hier vielleicht auch um diesen Menschen, um die Verbindung mit diesen Menschen. Da ist ein großer Kummer. Man überlegt, soll ich die Person einladen oder nicht? Oder wird da überhaupt mal was kommen von dieser Person? Ne, du willst Klarheit haben, du willst Stabilität haben, du hast hier Gefühle, du hast... ja, du hast tolle Gefühle in die Richtung dieser Person. Es kann aber auch hier sein, dass es um einen Menschen geht hier. Du willst vielleicht Klarheit über einen Menschen haben hier, ne, wo ein großer Kummer ist. Und das kann auch im Beruflichen sein. Du willst mehr Klarheit im Beruflichen haben hier über diese Finanzen. Ne, du wartest vielleicht auch hier auf ein Schreiben, auf eine Kommunikation von diesen Menschen. Ja, das kann auch jemand hier aus der Chefetage sein, der heute da auf dich zukommen könnte oder du kommst auf diese Person zu, ne? Gleich mal mit dazu gesagt. Auf jeden Fall war hier eine Enttäuschung gewesen, vielleicht auch mit diesen Menschen, die guckst du dir an, weil das spiegelt in die Lupe, aber die Enttäuschung gehen jetzt raus oder die Täuschungen, die da waren, ne? Hier wird auf jeden Fall die Entscheidung getroffen, dass hier wieder positive Veränderungen sind, entweder in dem Gebäude, wo man vielleicht auch arbeitet, ne, wenn das jetzt ein Büro oder ähnliches ist, dass hier was wieder in positive Veränderungen ganz einfach reinkommt. Oder es geht ganz einfach darum, weil das Haus auch hier für die eigene Familie oder auch für den eigenen Körper steht, ne, dass hier wieder positive Veränderungen herbeigeführt werden im Inneren. Und wir kommen hier fragen mal, was war denn da so enttäuschend gewesen mit dem Fuchs? Was war denn da so enttäuschend? Ja, also da war auf jeden Fall eine Verletzung. Hier gab es einen Cut, ein Ende, eine Verletzung mit diesen Menschen. Und ja, jetzt will man die Entscheidung treffen, dass das Ganze hier wieder ein bisschen harmonischer gestaltet wird und sich auch verändert. Ne? Genau, also das ist heute hier so die Tagesenergie. Ne? Also achtet da heute wirklich ganz gut auf euch selber, dass ihr da in eurer eigenen Kraft seid. Egal, was da heute auf euch zukommt. Ne, was so ein bisschen in so einer Kampfenergie ist. So, was sagen die Engel und Ahnen noch dazu, zu dieser Legung? Und da haben wir die Wölfe. Was ist denn heute los? Vielleicht geht es aber auch darum, weil ich immer so einen kleinen Sprachfehler heute habe, so vielleicht ist es ganz einfach so, dass du dir nichts getraust, etwas zu sagen. Ja, also für einige kann das wirklich zutreffen. So, aber jetzt haben wir die Wölfin mit dabei, die sagt, entfessle die innere Wildnis, ne? Zeig mal, was du in dir hast, ne? Lass das mal raus, ne? Aber nicht zu fleischen oder sowas, ne? Gleich mal mit dazu gesagt, sondern guck da bitte, ne? Steh hier einfach deinen Löwen, ne? Deinen Wolf, deinen Löwe, also der Löwe, der sagt dir auch, hör auf deine inneren Instinkte, was sagt dir gerade deine innere Stimme? Und der Löwe, der beobachtet, ne? Der ist natürlich hier sehr, sehr stark unterwegs und gut geerdet unterwegs, ne? Und dann haben wir hier den Jäger und der sagt, spüre deinen Ängsten und Sehnsüchten nach. Also wenn du Angst oder ne, irgendwas hast, dann sollst du dir diese Angst angucken und daran auch arbeiten, an dieser Angst, ne? Aber wichtig ist, dass du heute in deiner inneren Mitte bleibst. Das wird mir gerade noch einmal mitgeteilt. Bleib in deiner inneren Mitte, egal wer da auf dich zukommt und wer dich so doof anmacht, ne? Oder wer dich hier mit einigen Sachen konfrontiert. Genau, so. Und jetzt würde ich noch sagen, jetzt gucken wir nochmal auf die Runen. Ich hoffe, meine Kerze, die bleibt noch ein bisschen an, die ist nämlich schon fast alle. Ja, welche Runen bekleiden uns heute an diesem Tag?
Das ist einmal die Sowilo, und die Sowilo steht für die Freude, für die Fülle, dass es wieder bergauf geht, ne, dass dir wieder Glück in dein Leben kommt. Und das ist doch schon mal richtig gut, wenn die mit dabei ist. So, die zweite Rune, die uns heute begleitet, das ist die Wunyo, die steht für die Freude, für das Glück, für die Hoffnung, ne, dass hier vielleicht auch was gut ausgeht. Ne, dass man hier wirklich Hoffnung hat in einer Sache, das ist doch schon mal super. Und die dritte Rune, die uns begleitet, das ist die Berkana. Und die Berkana sagt, hier kann Fruchtbares entstehen, ne, und Fruchtbares auf dich zukommt, was dir auf jeden Fall eine Freude bereiten wird und Fülle. Ne? Ja, also wenn das die Energie ist, die oben drüber steht, na dann schaffen wir das doch mit links, oder? Heute an diesem Dienstag. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Runen. Es geht heute darum, heute kann eine Situation auf dich zukommen, die dich schon hier so ein bisschen herausfordert. Du sollst gut in deiner Mitte bleiben. Hier wird was siegreich werden. Wir haben den Pokal. Ne? Und im Endeffekt entsteht hier Fruchtbares, du kommst wieder zu mehr Freude, zu mehr Glück und auch die Hoffnung. Ne? Die Hoffnung stirbt ja meistens zuletzt und darum geht es jetzt. Auf jeden Fall im Endeffekt entsteht was Fruchtbares daraus und ja, du kannst dann damit arbeiten, würde ich sagen. Ne? Okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Dienstag. Ich gebe später noch eine Botschaft vom Universum rein und ja, dann sehen wir uns später. Ciao.